Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 28. August, 9:30 Uhr. Wir schauen wie immer auf den Devisenmarkt zur frühen Stunde und stellen fest, dass der Goldpreis und auch Öl sich erholt, also die Rohstoffe hier ein Stück weit anziehen. Davon partizipiert der Australdollar, welcher ja hier auch als Rohstoffwährung bekannt ist, nicht wirklich, aber wir sehen hier im Stundenchartintervall seit dem 26.8. eine Aufwärtstendenz, die hier ja als inverse SKS definiert werden kann und insofern eine ganz spannende Situation, was hier noch passiert. Inverse SKS, hier wäre die Schulter, hier der Kopf, da die Schulter und hier praktisch der Bruch der Nackenlinie und entsprechend sehen wir hier einen Aufwärtsimpuls, der sich jedoch Da sind wir heute hier in der Session des morgigen, des frühen Handels, der sich heute hier in der Nacht erschöpfte mit einem klassischen Shooting Star. Wir hatten auch hier wieder einiges an News aus Japan und das führte hier, wohl bemerkt, schon im Nachgang dann zu einer kleinen Umkehrkerze, hier à la Shooting Star bekannt. Und seitdem kam der Preis hier ein Stück weit zurück. Aber was auffällt, wenn wir hier diese Umkehrformation auf Stundenbasis sehen, wir machen das Bild mal ein Stück weit größer, dass wir hier in einem, ja, man darf es als Trendkanal bezeichnen. Ich würde hier den oder die Bezeichnung einer bärischen Flagge bevorzugen. Wir sehen nämlich hier relativ geradlinig einen Verlauf, der sich hier, ja, entgegen des übergeordneten Abwärtstrendes, wie wir ihn denn hier zweifelsfrei sehen, hier gerade darstellt in Form eben einer Erholungsbewegung, die sich hier als bärische Flagge definieren kann. Und das heißt, rein technisch wären hier neue weitere Tiefs nicht auszuschließen. Wir haben mit Blick auf den Stundenchart hier einen relativ starken Clusterwiderstand, der ist ein Stück weit weg, aber hier im Bereich 0,7260, 0,7265, hier sehr schön zu sehen im Stundenchartintervall. Hier haben sich die Marktteilnehmer immer wieder zunächst getroffen, hier im ersten Intervall eines Unterstützungslevels. Dann gab es hier den Durchbruch, kleiner Retest, also hier ganz, ganz klassisch für Pullback-Trader hier die Idealeinladung. Hier dieser Pullback an dieses durchbrochene Unterstützungslevel wurde dann praktisch hier als Widerstand bestätigt. Und dann gab es hier den sauberen Sell-off am vergangenen oder zum Wochenauftakt, nicht an der vergangenen Woche, sondern hier zum Wochenauftakt. Und dann führte das hier entsprechend jetzt dann nach diesem ersten Spike, nach dieser Erholung, dennoch zu einer weiteren Verlustphase, die sich jetzt hier eben in dieser bärischen Flagge darstellt. Was haben wir hier noch zu erwarten? Wir gehen mal in den Stundenchart, heute ein Stück weit intraday orientierter. Wir haben heute hier eben die bärische Flagge. Wir haben hier heute einen statistisch schwachen Wochentag. Wenngleich nicht der schwächste, das war gestern, aber mit 44% haben wir hier ein Stück negativen Wind vor uns. Und was sehr, sehr interessant ist, das zeige ich Ihnen jetzt, ist die sehr stark anmutende Fuzzy-Vektor-Logik, die heute hier in zweifacher Erscheinung auftaucht. Wenngleich hier das zweite Pattern mit nur 14 Erscheinungen sehr, sehr übersichtlich ist, also so insofern kaum eine Relevanz hat. Hier sollte mindestens eine Häufigkeit des Patterns von 30 auftauchen. 14 ist also sozusagen fast schon zu vernachlässigen, aber dennoch mit einer Trefferquote von rund 71% dabei. Hier noch viel markanter, eben hier knapp 65% Erfüllungsquote und 210 Accounts während der letzten 15 Jahre. Das spricht schon hier einen deutlicheren oder hat schon einen deutlicheren Auswurf. Und hier haben wir eben die Situation, dass hier auch der ADX jetzt hier an einem relativen Top ist. Und da muss man jetzt mal sehen, wenn sich das jetzt anfängt abzuschwächen, dann könnte sich auch hier wieder ein neuer Abwärtsmove ergeben. Interessant dessen, wenn der ADX hier an einem oberen Limit notiert, wäre hier zum Beispiel ein Stopp unter dem gestrigen Tagestief, um dann hier einem Ausbruch nach unten zu folgen. Das wäre eine Möglichkeit, aber im Schwerpunkt wollen wir uns hier auf das Pattern mal konzentrieren, was heute den bärischen Auswurf von rund 0,7, 0,8% zulässt. Statistisches Hoch 0,7174 mal hier angezeigt. Das heißt, da sind wir aktuell auch schon und waren in der Morgensession. Ja, also hier in der Night Session sind wir schon deutlich über das Pattern hinausgeschossen, über die eigentlichen Pattern-Frequenz. Nichtsdestotrotz, der erste Abwärtsmove stand. Wir haben jetzt die bärische Flagge bestätigt. Sollte es jetzt zu einem neuen Tagestief kommen, sollte der australische Dollar also abknicken und wir haben bislang nur 49 Pips zurückgelegt. Im Schnitt sind wir hier im Bereich zwischen 90 und 100. Das heißt, da dürfte eigentlich noch ein Stück weit Volatilität kommen.
Machen wir also neues Tagestief. Hier unter dem Tief der Morgenkerze, welches hier bei 0,7157 lag, dann wäre die Chance durchaus gegeben, dass wir hier 0,7150, das Pivot-Level, plus minus ein paar Punkte, unterschreiten und zugleich auch hier diese leichte Unterstützung, die sich hier auch sehr schön ableiten lässt, im Bereich des Pivot-Points unterschreiten. Und wenn es dazu kommt, dann haben wir hier durchaus eine Erfüllungsquote, die hier nach unten, ob das Pattern nur nach oben aufgelöst wurde oder nicht, wir haben dann hier die Tendenz, dass es ein schwacher Freitag werden könnte. Dazu aber, Obacht, sollte Preise unter 0,7150 geben. Oberhalb dessen wäre hier natürlich auch im entgegengesetzten Fall ein weiterer Anstieg möglich, der sich dann allerdings hier bei 0,7265 spätestens erschöpfen sollte, eben aufgrund dieses Widerstandsclusters, was wir hier relativ klar definieren können. Ich kann auch ein Stück weit tiefer noch eins ansetzen, hier mit den Spikes, aber die Price Action, die eigentliche, fand hier eben im Bereich 0,7265 statt. Das wäre mal hier das markante Level. Ansonsten auf Tagesbasis schauen wir uns das natürlich auch an. Sehr interessant, dass wir auch hier einen abwärtsgerichteten Trendkanal haben, der ja in den Vortagen Anfang August, Mitte August hier mehr oder weniger immer wieder überwunden werden sollte. Es gelang nicht, sich abzusetzen. Dann kam der Montag, klarer Durchfall, hier praktisch den Trend bestätigt. Ganz markantes Unterstützungslevel 0,7240 hier auch aufgegeben. Und Sie erinnern sich an den Stundenchart-Widerstand 0,7265. Hier haben wir 0,7240 rund. Hier ist ein ganz markantes Widerstandslevel. Und die Gefahr, dass wir aus dem Stundenchart heraus und auch auf Tagesbasis, wie wir hier sehen, in diesem Bereich wieder eine Schwäche haben werden, ist als erhöht anzusehen. Und wenn es dazu kommt, dann wäre das im Prinzip eine schöne Einladung, wenn er denn weiter aufsteigen sollte heute, hier in diesem Bereich die Augen offen zu halten, ob es hier mögliche Umkehrsignale gibt. Dann wäre das unter Umständen lohnend. Klar, faktisch ein Anstieg über 0,73 dürfte hier die Bären zunächst erstmal in den Rückzug zwingen. Das sollte dann hier entgegengesetzt an der fallenden Tendenz Zugewinne bis 0,75, 0,76 in Aussicht stellen. Das würde dann hier zumindest kurzfristig, dass man hier so mit der Saisonalität abgleichen aufblickt, auf Sicht der kommenden 20 Tage hier ein Stück weit hier ins Momentum spielen bis Anfang September. Aber Sie sehen auch, was hier im Prinzip angesagt ist mit dem September-Eintritt, mit dem September-Verlauf. Wir haben hier eine technisch fallende Tendenz und die sieht grundsätzlich nicht gut aus und das wird auch von der Technik aktuell bestätigt. Insofern, der Aussie, der Australdollar, US-Dollar, definitiv einen Blick wert. Halten Sie mal die Augen offen. Ich finde den ganz interessant für heute und auch für die nächsten Tage, insbesondere der nächsten Woche, Anfang September, könnte hier ein Stück weit was passieren. Kleine Info noch am Rande, das Devisenradar selbst wird Montag, Dienstag nochmals pausieren. Wir werden hier erst am Mittwoch wieder online gehen, mit größerer Wahrscheinlichkeit. Falls nicht, gibt es eine entsprechende Info, dass wir das hier dann ein Stück weit noch nach hinten schieben. Die nächste Sendung, seien Sie trotzdem gespannt, bleiben Sie uns trotzdem treu, denn wir wollen Sie natürlich hier nach wie vor mit interessanten Devisenmarkt-News versorgen und überdies dann später natürlich dann auch im Tagesverlauf nach wie vor auf dem JFD-Desktop mit der JFD Live Trading TV-Sendung immer wieder auf dem Laufenden halten. Dazu nachher nochmal was zum DAX. Insofern seien Sie gespannt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.